Hallihalli, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hydroneer. So, am frischen Morgen. Ach ja, schön, wie es duftet. Die Gräser sind nass und das Gold ist zäh. Keine Ahnung. So, wir... Sollen wir unten zum Juwelier gehen? Da wir ja eh die Förderer... Ach komm, ja, wir gehen unten zum Juwelier. Wo wir auch die Förderer dann kaufen. So, voll ist die Karre, ja. Durch meine Automatik-Tankstelle. Immer wieder gefüllt, ist wie mit einem Elektroauto. Dass man zu Hause, sobald man die Karre in die Einfahrt stellt, oder in die Garage, oder eben halt, ja, zu Hause parkt, direkt einsteckt. Und immer, wenn man dann losfährt, ist die Karre voll. Sehr geil. Hab ich gehört. Ich selber habe ja kein Elektrofahrzeug. Leider. Also wenn mal wenn's mal einer eins übrig hat, nur her damit. Los Ossos nimmt's gern. Egal was es ist. Also wenn ich mir viel, viel Geld auf einen spar und mir einen kauf, dann muss es schon was Spezielles sein. Da wird dann vorher genau überlegt, was genau ich mir da hole. Aber wenn ich ein Geschenk kriege, also einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, dann nehme ich auch ein Renault Twizy, wenn es sein muss. Oh, nicht schlecht. 2000. Sehr gut. Also, halt. Danke. So. Also wie gesagt, da würde ich auch einen Renault Twizy nehmen. Warum ist hier... Was ist das hier? Blitzhaus. Keep out. Warum? Verstehe ich nicht. Dann würde ich auch, wie gesagt, einen Twizy nehmen. Eine Zoe. Ein BMW i3. Was auch immer. Dann wäre es egal. Aber wenn ich dann eins kaufe, dann muss das schon ganz genau auf mich abgestimmt sein. Bleibst du da jetzt drauf? Mann. So, den hier. Gut. Nochmal ein. Funktioniert. Und nochmal ein. Und nochmal ein. Und nochmal ein. 1300. 1100. 1500. Ja, jetzt ist die Frage, mache ich zuerst nach unten oder mache ich zuerst mal... Ne, komm, ich mache zuerst mal... Das wird das, die Eimerchen. 1800. Das reicht nicht mehr, ne? 2100, nein, das reicht nicht mehr. Das wird die Eimer... Achso, hier. Die Eimer wenigstens mal in die Richtung befördert bekommen. Also hin und zurück. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich schon mal eine Schräge mitnehmen soll, um schon mal langsam nach unten zu gehen. Mit der Eimerrückführung. Dass wir die dann direkt unten haben schon. Wäre auch nicht schlecht, aber... Ich würde dann lieber zuerst mal machen, so dass wir die Eimer wenigstens mal alle hin und her schieben können. Und nur einmal laufen müssen. Ich frage mich nur gerade, wie ich das dann die Abholung mache. Die Sammelstation. Das ist halt... Die Höhe ist halt... Wie ist denn das? Der hier ist... Kostet übrigens genau dasselbe, das ist okay.
Der ist so hoch. Man geht wahrscheinlich nach oben oder nach unten. Wenn ich jetzt hier was ankommen lassen würde, dann würde das wahrscheinlich nach oben gehen. Also nicht nur wahrscheinlich, es würde mit ziemlicher Sicherheit nach oben gehen. Und würde dann, wenn ich hier nichts dahinter habe. Ach, guck mal, hier ist so ein Sortierer, der könnte das dann, der würde das in Erde sortieren. Und was macht der? Wird, eine Basis zu transportieren, teilt ausgewählte Rohstoffe einem Förderband zu. Aber wo kommen die Förderbänder hin? Hier kommt eins rein, ja. Ach, und hier geht auch noch eins raus. Okay, also eins. Drei Stück, oder wie? Keine Ahnung. Werden wir noch früh genug rausfinden. Aber wenn ich das dann so habe, dann würden die einmal quasi hier hochfahren und dann hier runterplumpsen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber jetzt habe ich natürlich zu wenig Kohle. Nur noch 195. Aber so weit sind wir ja auch noch nicht. Was brauchte ich noch hier? Ich brauchte doch noch was. Oh, hier ist der... Huch. Der... Nuller-Jeton. So, Dach brauchten wir noch, ne? Nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Ich habe jetzt aber schon das Schräge, ja? Ja, okay. So. Hier noch ein bisschen Dach mitnehmen. Wie ist das oben, wo die zusammengehen? Wird das ja dann viereckig. Oh, und Wände brauche ich auch noch. Was für eine Wand habe ich hier im Haus? So eine, glaube ich, ne? Eine oder wie viel brauche ich da? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Super, um Ressourcen vom Runterfallen abzuhalten. Das hier ist... Kurze Blechrampe. Mit so einem Holz hier, oder? Nee. Ein Stück Holz, nützlich als Dekoration. Ich könnte mir da so ein Holzfundament hinstellen und dann den Förderer hier hochlaufen lassen. Und dann fallen die Dinger auf das Fundament. Aber ich habe gar nicht so viel Platz. Vor allem unten nicht. Ne, unten muss das dann irgendwie anders funktionieren. So, 101 habe ich noch. Brauche ich noch was? Ah, Steine, glaube ich. Liegen. Ich greife hier die Insekten an. Hey. Hallo. So, dann noch ein bisschen. Hupsa. Achso. Vielleicht zuerst mal die Sachen weg. Entschuldigung. Das ist meins. Alles gut. Huch. Ganz schön schwer. Fällt einem öfters mal aus der Hand. So.
Brauche ich noch mehr Dach? Ich schaue erst mal, wie viel das ist. Wie viel? Wie weit ich damit komme? Ich brauche ja noch eine zweite Reihe Dach. Ich weiß auch nicht, soll ich so eine Giebelwand machen? Aber eigentlich habe ich jetzt von vier Seiten Dach angefangen. Nur wie treffen die sich dann oben? Das ist die Frage. Nee. So. Gut, dann noch ein bisschen Betonfundament für unten in der Mine. So, eins noch, dann müsste es reichen. 71 habe ich jetzt noch. Gut, falls ich noch irgendwelche Rohrteile bräuchte oder so. Hätte ich zumindest immer noch 71. Ja, ist ja schon mal nicht so übel. So. Her mit die Dinger. Ich frage mich auch, was wohl dieses andere Bett macht. Dieses hübsche. Aus dem Furniture-Laden. Furniture-Zeug. Vor allem, was das kostet. Wo ist es hier? 190. Um bis zum Morgen zu schlafen. Um drauf zu laufen. Verrückt. Naja. Wir düsen jetzt erstmal wieder heimwärts. Oh, bin hier schon wieder am Gähnen. Das ist halt das, wenn man nachts aufnimmt, anstatt zu schlafen. Aber es ist wie hier im Spiel. Es dauert einfach alles viel zu lang. Also mir dauert immer alles viel zu lang. Zum Beispiel mein Ausbau. Dann das Alter meiner Kinder. Meiner beiden Jungs. Denn wenn die jetzt schon 16 wären und der Papa dann sowieso abgeschrieben ist, weil die Jungs dann bei ihren Freundinnen rumhängen oder bei ihren Kumpels, dann ja, ist Papa eh abgeschrieben und dann hätte Papa natürlich Zeit zum Aufnehmen und dann würde es auch mehr Folgen geben und kontinuierlicher die Folgen geben. Dann hätte ich einfach wieder ein bisschen mehr... Ach, das passt schon so. Hätte ich einfach wieder ein bisschen mehr Zeit für meinen Kanal. Aber so ist das nicht. Nicht so einfach. Die Zeit, die vergeht nicht so schnell. Nein, du sollst... Hier hin. Ja. So, jetzt fehlt nur noch ein Dach über dem Kopf. Ja, genauso mein Ausbau. Es geht zwar voran, aber es geht mir viel zu lang. Huch. Viel zu langsam. Ich meine, klar, das liegt auch ein Stück weit an mir. Wenn ich jeden Samstag mich ranhalten würde, beziehungsweise mir mal Urlaub nehmen würde und dann wirklich mal 2 Wochen am Stück jeden Tag hochgehen würde. Und weitermachen würde, dann würde natürlich auch schneller vorangehen, ist ja klar.
Aber kostet natürlich auch mehr Geld dann. Beziehungsweise nicht mehr Geld als jetzt, aber schneller Geld. Also öfters hintereinander. Und das ist ja auch so eine Sache, da ich hier ja keinen Geldscheiß habe. Schön wäre es übrigens. Ah, hier unser Wegchen. Kann man auch nochmal machen. Es wird dunkel, ich gehe schlafen. Aber wer wünscht sich kein Geldscheißer im Keller oder so? Ah, eigene Gelddruckmaschine, das wäre fein. Naja. Da muss man halt fleißig weiterarbeiten. Ach so. Moment mal, geht das? Okay, das geht. Sehr gut. Fliegen Dinge rum. Ja. Also wie gesagt, das, selbst das dauert mir noch alles viel zu lang. So, hier brauche ich noch einen, ne? Das da kommt jetzt erstmal hier hin. Und dann kommt der da rein, aber richtig rum. So, und dann kommt der hier. So da rein. So, und dann müsste das eigentlich passen. Dass mir hier so diese die Eimerchen hinrollen. Hier ist dieser schräge Boden, den können wir nicht abtragen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier... Ach, jetzt kann ich ja hier das mit dem Anschluss machen, ne? Da brauche ich meinen Hammer. If I had a hammer. Nein, das ist die Schaufel. Das ist die Schaufel, habe ich gesagt. So. Den hier festmachen. Den hier rausholen. Dann den Korken raus. Dann die Leitung hier rein. Dann die Leitung. Hier so rein. Oder? Ach nee, ich muss ja gar nicht. Hä? Jetzt muss ich mal da ein bisschen freigraben. Ich kapiere es gerade nicht mehr. Ich kapiere nicht mehr, wie ich das hier geplant hatte. So, achso, hier vielleicht auch ein bisschen weg. Und dann den hier. So schräg. Und da drüben auch so schräg. Also quasi hier so schräg. Moment, erstmal. Erstmal so. Wie bist du? So. Und dann so. Und dann brauche ich nochmal einen Bogen. Siehst du? Müssen wir doch nochmal los. So. Die 71, da kriegen wir ein bisschen was für. Zack. Einen Bogen bitte. Danke. Ah, das Haus nimmt so langsam auch Formen an. So,
Huch, ja, falsche Richtung. So. Läuft zurück. Wunderbar. Ist noch ein bisschen Erde drauf. Die kommt weg. Okay, mein Geld. Mein Geld, mein Geld. Danke. Wozu habe ich dann den Großen da gehabt? Ah, ich weiß es nicht. Also das Rohr, das lange Rohr. Wie habe ich mir das gedacht? Okay, hier den Weg. Da sind immer 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dann hier 1, 2. 1, 2. Jawohl, naja, gut. Das passt eigentlich so. Wir brauchen ja für unten noch welche. Die könnte ich mal kurz runterbringen. Nein! So. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Folgenpause. Ich bring mal noch diesen Klotz runter. Den kann ich noch hier hinsetzen. Dann brauche ich hier noch einen. So. Gut, als Weg tut's das. Ja, noch ein Stück Dach. Sehr gut. Wunderbar. War das der letzte? Ne, da ist noch einer. So, bevor wir die nächsten Förderbänder reinsetzen, machen wir die Folgenpause. Ah, das passt ja perfekt. Okay, gut. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen hier mit dem klatschenden Wasser meine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Hydronia. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.